Während hier am Münchner Oberlandesgericht gerade das NSU-Verfahren läuft, zeige ich euch mal, wie der BR darüber berichtet. Hier ist das Herzstück der Berichterstattung. Hier laufen alle Fäden zusammen. Producer, normalerweise CVD, alle Bestellungen der Rundschau und der Tagesschau laufen hier ein. Und die beiden koordinieren die Mannschaft. Und gegenüber sichtet die Julia. Alles, was die Kamerateams und der VJ von unterwegs einsammeln, kommt hier zusammen, wird gesichtet und gelistet. Und die Listen gehen dann direkt an die Autoren, die heute die Beiträge machen. Und die sitzen hier. Hier in den Wägen wird geschnitten, getextet und produziert. Zum Beispiel für die nächste Tagesschau. Oder auch im zweiten Schnittmobil, zum Beispiel für die nächste Rundschau. Und hierüber gehen die fertigen Beiträge dann in den Sender nach München-Freimann. Und von da aus zu Ihnen auf die Mattscheibe. Und wenn es mal ganz schnell gehen soll oder live sein soll, schalten direkt vor dem Gerichtsgebäude. Und wenn der Prozess weiter so schleppend läuft, werde ich irgendwann mit dem Bono fertig sein und hier an dieser Stelle von der Urteilsverkündung berichten. Dankeschön.